angesteckt, die auch slammen und dichten und schreiben. Machen Sie einen 100-Punkte-Applaus für Dunkelbund. Der Dunkelbund. Hi. Also das mit Dunkelbund, ich kann das erklären. Also ein Freund und ich, wir saßen mal nachts im Kurpark, so heißt der Park bei uns in Bad Nenndorf, und wir hatten so schönes Himbeerbier und wir haben uns halt so ein bisschen unterhalten, was ich so in meiner Freizeit alles mache, und das ist halt ziemlich viel. Und dann kamen wir so auf das Poppy-Stammen und dann hat er ganz entsetzt festgestellt, ich habe keinen Künstlernamen. Und mir war das zu dem Zeitpunkt nicht so unbedingt wichtig, aber er war total entsetzt darüber. Und dann haben wir stundenlang darüber geredet, was man denn nehmen könnte. Und ich dachte mir so, also nur so Namen nehmen passt nicht unbedingt, so irgendwelche Namen aus dem Internet gesucht, das passt nicht zu mir. Und dann haben wir stundenlang darüber geredet, und heute mal nicht, aber ansonsten bin ich immer sehr, sehr dunkel angezogen und so. Und dann kamen wir auf die Idee, dunkel passt gut zu mir, aber bunt auch, weil Vielfältigkeit, weil generell alles einfach bunt ist, so in der Seele und drumherum auf jeden Fall auch. Und bunt mit DT geschrieben, weil verbunden als bunt, aber auch bunt als die Farben so. Und dann haben wir einen Punkt dahinter gesetzt, so, weil es genau das sein soll, nicht mehr und nicht weniger. Genau. Und der Text, den ich vorstellen möchte, heißt Perfektionismus. Und das ist der erste Slam-Text, den ich geschrieben habe, und ja, den möchte ich euch auch vorstellen. Einmal will sie etwas Besonderes sein. Stark sein, schön sein, den Idealen der anderen und ihren eigenen entsprechen. Jeden Tag versucht sie, die Beste zu sein. Pünktlich, freundlich, unbeschwert läuft sie durch ihr Leben, das längst nicht mehr ihr selbst gehört, obwohl sie es nicht einmal weiß. Sie kämpft um Perfektionismus, definiert ihn aber falsch, denn wer definiert Perfektionismus auch? Definiert man Perfektionismus, wie der Duden es tut, als Lehre innerhalb der Aufklärung, nach der der Sinn der Geschichte sich in einer fortschreitenden ethnischen Vervollkommnung der Menschheit verwirklicht? Oder die Definition des Lexikons, die ihn als ein psychologisches Konstrukt, das versucht, interpersonelle Differenzen bezüglich des Strebens nach möglichster Perfektion und Fehlervermeidung zu erklären, beschreibt? Wer hat eigentlich damit angefangen, danach zu streben, in einem der Beste zu sein? Sie weiß es nicht. Sie weiß es wirklich nicht, auch nicht, wieso sie es sein möchte. So perfekt und wunderschön zu sein, wie die Models im Fernsehen. So intelligent wie eine Gelehrte. So interessant wie irgendwelche Promis, die sie aus den Zeitschriften ihrer Mutter kennt. Sie möchte gerne tanzen können oder singen können oder wenigstens ein Instrument spielen. Aber nichts davon ist sie oder kann sie. Und wenn sie dann vor dem Spiegel steht, weiß sie zwar nicht, wer mit dem Perfektsein angefangen hat oder wieso sie es sein will. Sie weiß nur eins, nämlich, dass sie nicht perfekt ist. Und das macht sie fertig. So fertig, dass sie bald nicht mal mehr in den Spiegel sehen kann. Trotzdem lächelt sie weiter, lässt sich von ihren Zweifeln an sich selbst und ihrem Streben nichts anmerken. Und wenn man sie sieht, merkt man wirklich nichts. Sie ist das hübsche Mädchen von nebenan, unscheinbar und lieb, die bestimmt mal den Jungen von nebenan heiraten wird. Ihr Leben ist doch eh perfekt, wieso sollte sie auch nicht lächeln? Aber wenn man genau hinsieht, sieht man, dass ihr Lächeln gar nicht ihr Lächeln ist, sondern das eines der Schauspielerinnen aus der Zeitschrift ihrer Mutter. Für sie ist auch nicht klar, dass sie später den Jungen von nebenan heiratet, sondern schon eher ein Wunder, wenn sie einen Junge auch nur ansieht. Denn neben ihren Freundinnen ist sie ihrer Meinung nach nichts Besonderes oder Tolles. Die eine Freundin ist so wunderschön, dass niemand neben ihrer Schönheit eine Chance hätte, selbst als schön empfunden zu werden. Die andere Freundin ist so viel intelligenter als sie selbst. Beide haben eine wundervolle und liebende Familie, während ihre eigene Mutter sie mit den Models der Zeitschriften vergleicht und ihr von klein auf beigebracht hat, Kalorien zu zählen. Als Zweitgeborene steht sie immer im Schatten ihrer so perfekten Schwester, die schon studiert und einen super perfekten Verlobten hat. Neben all ihnen fühlt sie sich so unperfekt, unbesonders, unnütz und so unnötig, dass sie am liebsten verschwinden möchte. Aber eigentlich liebt sie doch ihr Leben, liebt ihre Freunde, ihre Familie, ihre Hobbys und wie sie ist, wie sie liebt es. Dass sie manchmal die Leute zum Lächeln bringen kann, eine gute Tat pro Tag, wenn möglich, vollbringt und so gerne selbstlos anderen hilft.
Aber dann steht sie wieder neben den anderen, sieht, wie gut die anderen sich in der Gesellschaft etablieren können, während sie selbst jeden Smalltalk scheut. Wie ein wunderschönes Mädchen aus der Parallelklasse sich an den Jungen heranschmeißt, in den sie sich so unsterblich verliebt hat. Aber er nichts gegen das andere Mädchen tut und sie selbst nichts ändern kann. Oder wie sie von irgendwelchen Lehrern, die sie vielleicht 1,5 Stunden wöchentlich sehen, gesagt bekommt, dass sie etwas nicht kann. Obwohl sie sich doch so sicher war, dass sie es kann. Obwohl sie so hart arbeitet und in manchen Augenblicken sogar Spaß an der Arbeit empfindet. Manchmal wünscht sie sich einfach, perfekt zu sein. So perfekt, dass sie diese Probleme einfach nicht betreffen würden. Oder wenigstens stark genug, um darüber hinwegzusehen, wie andere sie bewerten. Obwohl sie ihre eigene Bewertung nicht mal standhalten kann. Sie wünschte, sie wäre stark genug, um das zu können. Stark genug, um sich verteidigen zu können und ihre Gefühle auszuleben. Aber nicht einmal das bekommt sie hin, denkt sie, denn sie frisst alles nur in sich hinein, schluckt die Emotionen herunter und kritisiert sich lieber selbst weiter. Da ein paar Pfunde zu viel, dort ist die Haut etwas unrein und Mathe kann sie immer noch nicht, obwohl sie stundenlang in der Lerngruppe arbeitet und deswegen schon ihre Klavierstunden schwänzt, weil sie merkt, dass sie nicht talentiert ist, weder in Musik noch in Mathe. Aber sie versteht nicht, wieso, wie so das so ist, obwohl sie doch so hart an sich arbeitet. Sie hasst ihr Leben nicht, wenngleich sie lieber jemand anderes wäre. Sie liebt ihre Familie. Sie hasst ihr Leben nicht, denn gleich sie lieber jemand anderes wäre. Sie liebt ihre Familie, auch wenn sie lieber eine andere hätte. Sie liebt auch irgendwie ihr Leben, obgleich sie lieber ein anderes, ein viel perfekteres möchte. Denn jedes Mal, wenn sie vor dem Spiegel steht und hineinblickt, sie neben ihren Freundinnen steht und lacht und ihr zum wiederholten Male klar wird, wie unperfekt sie eigentlich ist, verliert sie einen Teil von sich selbst. Ein Teil ihrer selbst geht verloren. Splitter lösen sich und stürzen in den Abgrund, einem Abgrund, welchen sie selbst immer näher kommt. Und eines Tages steht sie dann auch vor diesem Abgrund, sieht, wie Splitter ihrer selbst vor sich liegen und möchte nur noch mit ihm vereint sein. So gerne würde sie perfekt sein, heile und ganz, nicht zersplittert und von einem komplizierten Selbsthass zerfressen, sondern einfach sie selbst und ohne den Drang, perfekt sein zu wollen, perfekt sein zu müssen. So gerne wäre sie heil und glücklich, gemeinsam mit ihren Freunden am Lachen und selbst auf der Suche nach ihrem Glück. Aber sie kann nicht. Zuallererst möchte sie perfekt sein und sie weiß, dass sie dazu schon zu kaputt ist. In dem Augenblick, in dem sie fällt, steht sie kurz. Es ist, als würden plötzlich alle Teile ihrer selbst zu sich finden und für einen Augenblick ist sie glücklich und es ist wirklich alles perfekt. So perfekt, dass sie meint, sie könnte schweben und so ihr Leben weiterleben. Nein, sie kann nicht schweben und für den kurzen Augenblick Perfektionismus hat sie ihr gesamtes Leben aufgegeben. Ein Leben, das nicht perfekt war, aber doch auch glücklich. In dem sie nicht wunderschön war, aber doch auf ihre eigene Art und Weise so schön, dass sie jedes Mal geleuchtet hat, wenn sie lachte. Ein Leben, in dem sie so sehr geliebt wurde und in dem auch sie liebte, es aber aus lauter Wahn nicht bemerkte. Ein Leben, das sie sich so lange selbst verfuschte, für einen Augenblick. Ein Augenblick, in dem sie alles verschenkte. Für den sie alles verschenkte. Ihr Leben war nicht aus allen Perspektiven perfekt, aber doch schon ziemlich gut für sie und sie hat es geliebt, bis sie es sich selbst genommen hat. Ein Augenblick Perfektionismus gegen ein Leben voll Glück und Zufriedenheit, einer Liebe mit dem Jungen von nebenan und Kummer und Schmerz. Ein vollkommenes Leben, das hätte perfekt sein können, hätte sie es nur selbst richtig definiert und nicht auf andere gehört. Denn jetzt ist nichts perfekt und sie hat nicht mal ein Leben, das